Ding-Dong! Schön, dass ihr wieder am Start seid. Zu der weiteren Runde, The Forest. Heute geht's wieder steil her. Ihr habt uns ja in die Kommentare geschrieben, wir sollen so ein paar Sachen machen. Ich begrüße euch erstmal Deko, hallo. Hasta la bon, Reis-Muchachos. Einen wunderschönen guten Hallo und ich hoffe, ihm geht ihn gut. Siehst du das Fleisch hier eigentlich? Guck mal. Ist das auch so ein bisschen algig? Grün? Wo hast du Fleisch? Da. So grün, also neben dem Fuß. Ja, sieht so ein bisschen aus, als wäre da Bronze drüber gezogen worden. Ja, das habe ich da hingehangen. Ich glaube, das ist schlecht, oder? Kann das sein? Ich nehme mal auf jeden Fall das Fleisch, was nicht so schlimm aussieht. Ah, verdorben steht da. Okay, vielleicht da sollte ich sowas nicht aufhängen. Den Fuß kannst du mitnehmen, so. So, wir werden heute wieder ordentlich durchziehen. Ihr habt uns ja in die Kommentare geschrieben, wir sollen hier so Totems aufbauen, damit wir nicht jeden Tag heimgesucht werden. Also, die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht so mega gemacht, dass diese Totems so viel helfen. Aber, ne, mich kann ja auch falsch liegen. Niemals die Hoffnung aufgeben. Vielleicht, ich habe gerade zerstört eine Lampe, hallo. Ja, und allgemein sieht es sehr, sehr schlecht für uns aus. Hörst du schon wieder die Viecher? Ja, ne? Ja, okay. Draußen vor der Mauer. Sieht es allgemein von den ganzen Items, die wir gerade haben, super schlecht aus. Wir haben kaum mehr was, deswegen deswegen ziehen wir gleich mal weiter. Wir gehen nämlich jetzt mal los und holen die Keycard. Jetzt wieder eine Keycard. Weitere Höhle. Ja. Also nimm alles mit. Ja, also die brauchen wir erstens für den Endboss. Und zweitens könnte sogar sein, dass wir mit der Keycard auf die Yacht kommen. Da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Da war ja auch noch so ein Ding. Weißt du, kannst du dich daran erinnern? Nee. Nein? Auf der Yacht? So ein weiteres Zimmer, wo du so eine Karte brauchst? Okay. Glaub nicht. Okay, gut. Also auf Deko, er weiß immer. Hallo? Er weiß alles. Dann müssen wir aber erst einmal zum Strand. Müssen dann dort zu den ganzen Containern. Und diese Container sind ungefähr, warte mal, wenn ich hier mal so auf unseren Aussichtsturm gehe, wo ist der? Da muss ich das Schneebiom sehen. Wo sehe ich das Schneebiom? Gar nicht, geil, okay. Perfekt. Lass uns erstmal rausgehen. Lass uns vielleicht nebenbei ein paar... Eigentlich hatte ich vor, unsere Base noch ein bisschen weiter zu bauen. Ja, also können wir machen, aber wir brauchen ja erstmal so ein paar Ressourcen, oder? Ja, Holz zum Base bauen, oder nicht? Hilfe, mein Nüster! Ja, da wollte ich auch noch was machen. Ich wollte erstmal so ein Tor hier reinbauen, so ein richtiges. Ach stimmt, da haben die Muchachos ja geschrieben, wie es geht, ne? Ja. Ja, dann mach das doch. Also wir haben einige Sachen vor. Oh, da ist mein Speer, ich habe den schon gesucht. Weiß halt nicht, wie viel Platz ich dafür brauche. Ich versuch's einfach mal gerade. Und zwar brauche ich Verteidigungssachen irgendwo. Ja. Heiß bauen. Stimmt, du kannst ja so ein Tor hier hinbauen, wo alles offen steht. Da kommen ja die ganzen Leute auch immer rein. Das wäre gar nicht so schlecht. Ja, einfach beim Eingang, ne, die wir gelassen haben. Genau. Da wollte ich auf beiden Seiten bauen. Mal schauen, ob du das hinkriegst. Also, er würde glänzend sein. So. Dann kümmerst du dich darum und ich kümmere mich um was anderes. Deko ist wieder der Baukönig. Klappt nicht. Nicht so, wie es im Stream gesagt wurde zumindest. Irgendwie bauen und dann R drücken, ne? Es soll schon gebaut, also im Stream wurde gesagt, es soll gebaut sein und dann, bevor man, ne, wenn diese graue Wand steht, bevor man Holz reinpackt, soll man R drücken, aber... Okay, und wenn du... Ah. Was ist das denn? Eine Verstärkung oder was? Ne, das ist dann die Tür, die man aufmacht, höchstwahrscheinlich. Von innen und von außen. Ja. Wollen wir mal? Versuchen? Ja, oder kann man die besser hier hinbauen? Kann man gar nicht. Okay, das ist aber... Let's try. Vielleicht kriegen wir so... Wir haben noch ein paar Lock. Weil wenn wir jetzt wieder die Kettensäge anschmeißen, dann ist gleich wieder dicke Party mit den ganzen T-Rexen und den Spinnenmenschen und ja, fette Party. Dann hören die uns wieder, meinst du? Ja. Deswegen, wir haben hier so ein paar... Die sollten ja eigentlich ausreichen. Na, schauen wir mal, ob wir das Ding zukriegen. Ah. Den Lizard habe ich auch erwischt. So. Ding Dong. Oh. Ding Dong. Geil. Schießen. Öffnen. Alter, das hört sich aber nicht gesund an, oder? Hört sich richtig krass an, Alter. Würde das Teil irgendwie 700 Kilo wiegen. Jetzt würde man einfach so 80 Knochen einfach zerbersten die ganze Zeit. Dann machen wir den Lachs doch auf der Seite hier auch nochmal. Ja, aber endlich. Also danke für den Tipp. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, von wem das kam. Könnte Extreme Gamer gewesen sein oder sowas. hast du ein paar Vögelchen gekillt hier draußen? Ja. Ja, ne? Okay. Ich hoffe, du hast auch an die Federn gedacht. Habe ich natürlich, darum ging es mir. Den Rest habe ich auch liegen lassen. Habe ich gesehen. Scheiße, hier auf der Seite bei dem Tor ist das Loch zu klein. Mhm. Da müsste man noch mehr aufreißen. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, wenn du Bock hast auf ein bisschen Action Satisfaction, dann können wir demnächst auch losgehen, aber du willst das wahrscheinlich noch zu Ende bauen, ne? Nee. Also ich könnte es ganz zubauen, dass wir halt nur den einen Eingang haben. Ja. Oder wir lassen auf der anderen Seite ein Loch. Oder wir müssen hier noch weiter einreißen und
Ne, guck mal auf die Seite hier. Warum liegen hier so viele Leichen? Hast du hier Leute drüber? Ich hab zwei Typen gekillt, ja. Ah, okay. Hier, ne? Ich kann das Teil nicht umwandeln. Ja, wir können natürlich noch eine Wand abreißen, damit wir das dann bauen können. Wäre ja auch eine Überlegung wert, oder? Genau, ja, das wäre halt die Möglichkeit, die man noch machen könnte. Ja, dann machen wir das doch, oder? Hier. Boom! Boom! Er reißt die schöne Wand einfach rein. Geht das so? Es passiert was, ja. Okay, also bewegt sich was, ja? Ja, wie anstrengend ist das? Zu, Junge! Ich hab nur so eine rostige Axt hier. Okay, sieht aber gut aus, ja? Mach weiter. Bam! Alter! Hulk Smash! Ja, ich war das. Hulk Smash. Hast du die ganzen Knochen hier schon rausgenommen und wieder eingesammelt? Alle Knochen, die da waren, habe ich in den Knochenfangbehälter gepackt. Perfekt, Brudi. So, zack, jetzt haben wir da nämlich auch eine Tür. Okay, die haben nur jetzt keine Loks mehr, ne? Die wir reinknallen können. Da liegen hier noch. Ah, doch, das könnte reichen, ja. Aber dann sind wir wieder richtig blanko. Da Bianco. Sind wir blanko was. Aber unsere Base ist auch zu. Endlich, dann können die nicht einfach hier reintanzen. Oh, einer fehlt noch. Nein, haben wir nicht. Okay, dann ganz, ganz schnell. Motorsäge, beschütze mich. Es wird laut. Ja, in die Richtung bitte, nicht in unsere Basis fallen. Dankeschön. Hui. Okay, ein Lock. Check. Hast du? Nimm mit. Nimm alles mit, was geht. Ja, zwei nehme ich auch noch mit. Oh, da, du hast einen vergessen. Immer zwei mitnehmen, jawohl. Einsammeln und dann ist das Ding zu. Perfekt, Brudi. Jetzt sind wir auch ein bisschen sicherer, oder? Ja, ne? Hallo. Nur das Tor zu machen. Ja. Boah, ist das nicht angenehm? Ja, ey. Tada! Der Burgfrieden ist hergestellt, my Lord. So wollen wir es haben. Oh yeah. Okay, so, jetzt sind wir zum Winter. Wobei, lass vorher pennen, oder? Ja, das würde ich auch vorschlagen, ja. Nach wie vor wird schon wieder dunkel. Möchte ich gerne demnächst einen Kopf mal wegschießen. Oder beziehungsweise wir müssen jetzt aufhören, die ganzen Leute zu verbrennen, denn wir brauchen sie hier. Wir brauchen immer noch 9 Köpfe, 9 Arme und 4 Beine. Geil, oder? Okay. Haben wir nicht gerade 2 Typen geringst? Ja, die sind verbrannt. Okay, good job. Easy. Gern geschehen. Zack, 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 zack. Letztes Knochenrüstungsstückchen, das ich brauche. Perfekt. Alter, wir können aber noch lange nicht schlafen. Noch lange nicht. Oh, ist das schon dunkel? Das, ja, deswegen ist die Frage, ob wir vielleicht eine kleine Nachtwanderung machen. Ja, wie episch krass sich das voranhört, ey. Mhm. Wollen wir mal rüber gucken in deren Dorf? Nein. Da war letztes Mal richtig Party. Also eigentlich möchte ich damit nichts zu tun haben. Übrigens, du beschwerst dich immer, dass es so dunkel ist. Ne? Am besten immer mit Feuerzeug rumlaufen. Das machst du wohl häufiger mal nicht. Toll. Ja, weil es nichts bringt. Hä? Weil es nichts bringt. Da sehe ich so in drei Meter... Aber hast du wirklich ein Feuerzeug? Doch, klar. Achso, okay. Also ich finde, das bringt schon ein bisschen. Siehst du zumindest so ein ganz, ganz bisschen was, ne? Aber jetzt sehe ich auch schon wieder gar nichts mehr. Ja. Ich gehe lieber erstmal zu Fuß. Wir können übrigens auch eine Zwille basteln, ne? So Bart Simpson-like. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Oh, da können wir Stoff mitnehmen, kaputt machen. Die auch immer wirklich kaputt machen. Achso, denn das ist so ein Marker für die. Dann wissen die, oh, hier müssen wir lang gehen und zerstören Deko und Marbosa. Hallo. Ist noch so ein Ding? Wenn du irgendwo dort... Ah, hier sind wir schon im Lager. Perfekt. Dann können wir vielleicht nochmal Treibstoff mitnehmen, ne? Ist ja auch gar nicht so blöd. Ja, oder Seile. Seil? Oh, Seil ist richtig oder viel wert. Ist Treibstoff? Seile sehe ich nicht. Mach auch mal ein scheiß Feuerzeug an. Der Mond sieht wieder richtig episch aus. Ich wünschte, man könnte dieses scheiß Feuer hier anmachen. Wir haben sogar Benzin hier liegen, Alter. Ja, ist ein bisschen unlogisch. Zwei Seile. Wie ist unlogisch das Game? Medikamente ist auch gut, nehme ich. Medikamente? Wo? Hallo? Lagen hier auf dem Boden. Nehme ich, ja. Dankeschön. Das ist ein Tennisball. Aber dann haben wir das erstmal weggelootet hier alles, ne? Scheint fast so, leider, ja. Okay, dann lass uns wieder zurückgehen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir hier Eingeborene finden. Ich wollte eigentlich jetzt losziehen bei Nacht, aber das kannst du vollkommen knicken. Also ich habe das Gefühl, das Spiel ist wirklich viel dunkler geworden. Vielleicht ist es ja auch. Dass sich jemand beschwert, dass es zu hell ist. Aber ey, das sieht doch schon episch aus, oder? So mit dem Feuer. Der Mond im Hintergrund. Hier so ein kleines Lager. Ach, so ein Vogel, Alter. Ich dachte gerade, was... Neben mir. Ja, wir können noch lange nicht schlafen gehen. Okay, das kannst du vergessen. Wir müssen losziehen. Kommt. Warum können wir nicht pennen? Da ist Licht. Aber warum ist da Licht? Oh, ist ein Mutant. Mit einer Taschenlampe. Sie haben Elektrizität. Hier im Wald. Er ist eiskalt im Baum mit der Taschenlampe. Ja, willst du den runterschießen? Okay. Er ist abgesägert. Da kommt noch ein Kumpel von ihm. Naja, ich sehe es gerade. Der hat eiskalt Feuerbälle. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Licht, ne? Und dann holen wir uns jetzt die ersten Köpfe. Ja! Das ist
Der ist auch in den Scheiß Arm hochklettern. Ja. Machen wir ein bisschen Feuer. Hilfe! Ja, in diesem scheiß Vogelhäuschen sind nie Federn. Ja, wenig. Sagen wir wenig. Sag niemals nie. 90% nie. Ja, meinst du, wir können da jetzt Attacke machen, oder? Nein, bei fucking... Oh, bei dem Typen hier? Ja, rausgehen. Ach, du bist schon draußen! Digga, richtiger Rambo! Ich hab ihn getötet. Nimm die Leiche mit, schnell! Oh fuck, seine Olle ist hier! Ja, ich bin weg. Die Leiche brauchen wir. Hallo. So. Du bist Teil unseres Gebäudes. Wo ist sie hin? Ja, heile gemacht. Ja, willst du die mal wegäumeln? Wir sind zwei Eulen noch. Ich habe ein Reparaturwerkzeug in der Tasche, in der Hand. Meinst du, damit kann ich die flexen? Ich finde, du sollst mir helfen damit. Okay, die ist auch tot. Okay, nimm die mit. Drei Köpfe für unsere Sammlung. Reingesammelt. Hallo. Hey, da unten ist doch aber noch der Taschenlampenmann. Ja, jetzt musst du den Kopf abschlagen, oder wie? Ja, arbeite mal mit der Kettensäge. Ich glaube, es geht schneller. Hey, Kopf. Hab ich. Okay, mach ich auch. Aua! Hab ich doch nicht! Ah, dann stell doch nicht dazwischen. Ja. So, wer ist jetzt der Grausame? Jetzt kommen die hier rein. Gucken so durch den Türspalt. Sehen uns, wie wir ihren Freunden die Köpfe abschlagen. 9 Köpfe brauchen wir, alter Falter. Ein paar mehr? Arme, ja. Ein paar Arme können wir auch schon dranhängen. Und Beine, 4 Beine, das kriegen wir hin. Ja, haben wir, ne? So, da haben wir schon 2. So, nehmen wir auch mit, noch einen Arm. Ja, also die Köpfe sind das Problem. Wir brauchen so eine Minecraft-Kopffarm. Dann war alles. Digga, gleich hast du noch... Ach, Bein haben wir? Ah, fuck. Arme. Ja, da sind doch noch Arme. Hast du alle Arme mit? Ja, hier sind doch 2 Arme. Den da, und ein Kopf sogar. Kopf auch noch? Ja. Alter Schwede, das Spiel ist eigentlich schon hart brutal, oder? Das ist schon krass. Aber kannst du den Torso jetzt wegschießen? Die Torso brauchen wir nicht. Warte mal. Scheiße. Mal, wie der Torso da einfach hängt. Los! Laden Sie das Katapult! Ich will meinen dazuhängen. Los, laden uns das Katapult und schieß! Nein, Mist! Scheiße! Da rein. Los! Ah, ja, so pack ihn rein! Lade ihn! Warte, wir haben doch noch einen Kopf. Können wir nicht einen Kopf einfach? Also, dass man einfach so ein Torso hat, das ist, also, ist schon ziemlich krank und gestört, muss man einfach an dieser Stelle nochmal sagen. Freigegeben ab 12. Sagen wir ab 6. Okay, warte, jetzt ist er drin, ne? Ja, wie alt ist das Game eigentlich? Also, es muss ja eigentlich ab 18 sein, wenn man sowas Hallo, machen kann, Hallo, da schlägt irgendwer auf unser irgendwas ein. Ja, wir brauchen noch einen Kopf. Ich will mal versuchen, einen Kopf wegzuschießen. Ja, hol dir von der Ollen hier. Okay. Was machst du da mit dem Torso? Digga, also, wie weiß ist der? Digga, hat er sich eingegeben. Ey, bist du bekloppt oder was? Alpina weiß? Ich glaube, es wird wild hier, Alter. dann mache ich mal hier sauber, was sie kaputt gemacht hat. Wer du Pissflitsche? Digga, was soll das? Stimmt doch! Kann ich sie reparieren? Ist sie jetzt tot? Ja. Ich repariere sie mal. Alter, wir haben aber gut was kaputt gemacht hier an der Seite. So, jetzt reiß den Kopf ab und versuch den Kopf abzuschießen. Das wäre nice, wenn das geht. Ist halt die Arme brauchen wir noch, ne? Oder Beine? Nee, ich glaube, die Arme brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Köpfe, ja, doch, oder? Wir brauchen noch 4 Arme. 4 Arme noch? Alter Schwede. 7 Köpfe. Ja, 7 Köpfe! Deswegen, aber schon vielleicht viel. Sollen wir den Kopf nicht wegballern. Ja, ich will aber mal schauen, ob das geht. Nimm den Kopf, so. Ja, okay. Ja! Hallo. Ja, die Beine brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Die Beine waren wir fertig. Hey, du kannst wirklich nur Schädel wegschießen, ist ja langweilig. Also Schädel sind doch Köpfe eigentlich. Eigentlich schon. Getrocknete Köpfe. Die wollen jetzt verbrennen, den Rest, was wir noch haben, oder? Ja. ist schon hart brutal, aber ja. dann, jetzt können wir, glaube ich, langsam schlafen gehen, oder? Haben wir genug Unfug gemacht? Nee, immer noch nicht. Okay, Deal. Ja, was sagt er denn? Hä, doch, ich kann schlafen. Dann können wir die Nacht auch durchmachen, ich oder? Ich kann schlafen. Hm? Ich kann schlafen. Du kannst schlafen? Echt? Ja. Wie? Bin drin. Ich bin drin. Ja, ich kann noch nicht schlafen. Ist, was, warum? Ja, bin ich Harry Potter oder was? Keine Ahnung. Du offensichtlich nicht, weil du zaubern könntest du auch schlafen. Das stimmt. Ja, dann warten wir jetzt noch kurz, bevor wir schlafen gehen können. Was sagt die Uhr? Haben wir eine Uhr? Habe ich 24. Ich habe da auf jeden Fall Mutantenhaut drüber, also ich habe irgendwie, keine Ahnung, 2 linke Mutantenaugen. Da sehe ich nichts. Hast du gerade Pfeile? Digga, will er mich nudeln? Was habe ich? Pfeile? So, okay, ich bastel gerade Pfeile, habe ich gesagt. Wo habe ich denn hier eine Uhr? Hey, ist schon wieder jemand draußen, warte mal.
Ist gut, wir brauchen noch die Teile. Ja, ist hier! Casting für Germany's Next Topmodel oder was? Hallo, wir haben keine Hose. Aua, ich seh nicht! Stirb, Junge! Gib mir deinen Zahn. Wo ist dein Zahn hin? Ey, bist du bekloppt oder was? Okay, ja. Routine. Ne? Ja, hab das ich. Brot, nimm seine Leichen mit. Brauch Licht! Gib mir Licht! Ich brauch Licht. Hier. Gib mir den Zahn. Aua! Bist du behindert oder was? Ja, nimm! Ja, er macht unsere Mauer kaputt! Muss ich wieder Heile machen, ey. So, den einen, den Lappentyp hab ich. Muss doch die Olle nehmen. Kann der mit der Taschenlampe kann ruhig rumlaufen. Gibt uns wenigstens ein bisschen Licht. Ja, ja, lauf noch durch! Hast du? Ja, und jetzt können wir noch mal ein bisschen Attacke machen. Lagerfeuer ist so. Jo, wie sein Kopf wackelt. Ich glaube, der lebt noch. Warte mal, ich muss sicher gehen, dass er nicht mehr lebt. Warte. Wollen wir nicht dich die Kettensäge nutzen? Irgendwas war da, ja. Okay, Kopf habe ich. Brauchen wir noch Arme? Wie so ein, mit den Armen könnten wir auch jetzt durch sein. Wie so ein Kochrezept. Warte mal, es muss auch. Vielleicht gibt es ja auch ein Rezept für ein Torso. Dann können wir noch irgendwas Torso-mäßiges hinhängen. Ich guck mal kurz. Ich weiß nur leider nicht, wo ich den Scheiß gefunden habe. Arme sind fertig. Habe. Wir brauchen noch 4 Köpfe. Noch 4 Köpfe? Alter, was haben wir denn alles vor? Aber draußen schleicht auch schon wieder irgendwas. Wenn es jetzt hell wäre, wäre es leichter. Hier haben wir noch ein Arm-Totem. Den bauen wir auch. Ein Arm-Totem, okay. So, da habe ich schon mal einen Arm hingeballert. Kann seinen scheiß Kopf nicht sehen. Hier habe ich noch ein Bein. Wir brauchen Bein-Totem. Beine haben wir ganz viele. So, jetzt können wir aber schlafen gehen. Komm. Hier nix. Okay. Falls wir schlafen gehen können, weil draußen noch ein Typ ist. Ja, easy. Geht? Komm, gute Nacht. Ja. Oh, ja. Oh. Gutes Nächtle. Hallo. Endlich. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Diese Nacht blieb mir verborgen. Ja, ich esse erstmal ein bisschen Blaubeeren, die nicht mehr da sind. Ehre. Dann snack ich ein paar aus meinem Beutel. Mmh, lecker, schmecker. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal langsam los, oder? Wir haben... Oh, 3 Köpfe brauchen wir nur noch. Sehen aber echt... Das sieht so böse aus, das Ding. Warte. Ja? Oh ja, von hier drüben, wenn man so als komischer Eingeborener hinkommt. Ja, da denkt man sich auch schon so, okay, da gehe ich mal lieber nicht rein. Das ist verrückt, oder? Kranke Typen. Die Füße, die hätte man noch irgendwie weiter oben hin platzieren können. Die sehen da unten aus wie so ein Fußlager. Ich bin aber hätte also die Füße so als Ohren hinmachen müssen. Ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Okay, dann folge mir. Essen. Ja, ich habe einfach meine Blaubeeren weggesnackt. Kompletto. Ja, dann esse ich auch Blaubeeren. Los, mehr Knochis. Und ein Snack. Yeah. Okay, dann sind wir vorbereitet, oder? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Haben wir Essen dabei? Wir haben hier noch einen Fuß. Könnte noch, ich habe schon wieder noch die Hälfte meiner Knochenrüstung. Ich habe hier noch 2 Füße, die ich aufhängen kann. Müsste eigentlich mal dringend anfangen, mehr zu blocken. Oh, und ja. Die Mauer hier ist ganz schön angedamaged, ne? Oh. Neben unserem Tor. Dann wollen wir da mal kurz klopfen, noch mal, ne? deines Reparaturamtes. Oh ja, die ist schon ordentlich im Eimer gewesen. Oh. Rudi, hier fällt ja alles auseinander. Oh. Okay, lass uns abhauen, egal was jetzt hier abgeht. Guten Morgen, guten Morgen. Kommst du? Machst du das Lager nicht mehr an, wenn wir nicht da sind? Wie bitte? Greifen die das Lager nicht an, wenn wir nicht da sind? Nein. Ist doch vollkommen uninteressant, wenn wir nicht da sind. Hallo. Ich sehe schon, wir kommen zurück. Alles liegt in Schutt und Asche. Höchstwahrscheinlich. Wir müssen jetzt hier rübergehen und... Lass aber kurz gucken, ob hier der Stoff im Lager ist. Ja, kleinen Umweg können wir machen. Aber Stoff können wir beide ganz gut gebrauchen. Da hinten ist noch ein Totem. Aber hier ist nichts. Das können wir kaputt machen, das ist auf jeden Fall Stoff. Ja. Hier. Können wir mitnehmen, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Kann ich es eigentlich auch hier kaputt schießen? Oh, Schädel haben wir hier. Beine haben wir auch noch da. Tada, nein. Ein Stoff, oder? Stoff gesammelt, ja. Das war's leider. Oh, hier sind Blaubeeren. Oh, muchas Blaubeeren, hallo. Kann ich wieder ein paar einsammeln mit meinem Beutelchen? Stoff. Eine, nice. Ja, nehme ich mit. Den Rest brauche ich nicht. Okay, lass weiterziehen. Okay, so, wo? Chicory. Wir müssen links. Ja, wenn wir das Schneegebirge hier vor uns haben, ich glaube, dann müssen wir davon links lang. Also die ganze Zeit straight in diese Richtung sollte schon so ungefähr passen. Pack deine Marathon-Schuhe ein, jetzt heißt es erstmal laufen. Hi, hu, hu, ich vertraue dir einfach mal. Oh, bewegende... Hast du gerade gesehen? Die haben sich bewegt. Bewegende Koffer. Ja, so ein Koffer hat sich einfach so, bupp, so hochgesprungen. Plopp. Ja, das habe ich. Hier wollten wir zuerst, also hier wollte ich unsere Base bauen eigentlich. Aber hier ist nicht hier irgendwo unsere Seilrutsche? Ja. Irgendwo er müsste sein. Also müssen wirklich komplett auf die andere Seite, ne? Eieiei. Ja, da hinten ist sie, ja. Dann gehen wir mal hier runter. Oh.
Und du hast gesagt, die bringt nichts. Bis jetzt hat sie noch nichts gebracht. Hier hoch, ja, hier hoch. Perfekt. Und... Bei dem Weg, den wir jetzt hier hochlaufen, da wären wir schon mehr als die Hälfte rum, ey. Also eigentlich müssen wir eher so eher weiter links in die Ecke. Also, ja. Eigentlich müssen wir hier lang. Okay, was? Seilrutsche nutzen? Ja, wenn wir ins Winterbiom gehen, ne? Weißt du Bescheid. Hast du noch Energie? Also Chicory und den anderen Lachs, weißt du Bescheid, ne? Für die Energiemischung. Ja, ich glaube, Sonnenhut und Chicory. Ich hab wieder richtig viel. Und Chicory, geil, hab ich. Oh ja, hab ich echt auch. Oh ja, yeah. Lecker Schmecker. Dann müssen wir auf dem Weg hier nochmal ein bisschen einsammeln, ne? Weißt du Bescheid, wenn du was siehst. Sonnenhut. Das habe ich, glaube ich, auch nur, weil wir das angepflanzt haben. Also einen Sonnenhut einpflanzen gibt ja zwei. Also weil das angepflanzt habe. Oh, keske se ke sa! Bonjour! Hallo? Sonnenhut gefunden? Nee, ein bisschen Snacky. Ein bisschen Trinky. Sehr, sehr viel Snacky Trinky. Nehme ich alles mit. Hallo! Ja. Ach, Digga, hier sind richtig geil viele Sachen drin. Mehr. Digga, hauptsächlich ich fresse das ganze Zeug weg. Okay, ja, da ist richtig viel drin. Nimm alles mit. Medikamente. Ja, Essen, Medikamente, Trinken Medikamente. Alkohol, alles. Also gönn dir. Ja, gönn dir. Hast du? Alkohol. Ich bin voll, ja. Perfekt. So, und hier haben wir gleich die legendäre Stelle, ja. Oh, hier sind auch nochmal Koffer. Ah, die sind alle schon auf. Mist. Ja, wir haben es gleich geschafft. Ich habe immer noch meine Stewardess-Klamotten an. Hast du wirklich? Habe ich auch meine Stewardess-Klamotten an? Ich weiß gar nicht. Ich habe hier eine Jacke und schwarze Jeans. Dunkelblaue Weste und beige Cargo-Hose. Also ich habe fancy Sachen. Warte mal. Nee, hast du nicht. Nee, du hast jetzt einen Anzug an. Also ich habe einen Anzug an, lol. Krasser Geschäftsmann, Alter. Ich bin aus, wie heißt das, Mad Men, die Serie? Oh. Kennst du die Serie Mad Men? Mad Max kenne ich. Das ist so eine Serie, da geht es um so eine Werbeagentur. Eine richtig krasse Werbeagentur in Amerika, so in den 70ern oder sowas. Als die angefangen haben... Warte mal, Deko, ganz kurz. Hier, da müssen wir auf jeden Fall rein, ne? Gleich. Also später. Oh. Hier in diesem Feldspalte, hier, da. Da müssen wir rein, aber ich will erstmal was anderes mit dir abchecken. Denn dort gibt es die Keycard und noch anderen Spaß. Aber wir waren ja noch... In der Feldspalte? In der Feldspalte, oh ja. Okay. Also da so ungefähr. Okay, erzähl weiter. Wenn du Energie alles, dann ist das so eine Energiemischung oder was? Dann nehme ich mir einfach so eine Energiemischung, bam, und dann geht's schnell nach oben, ja. Das ist mir zu verschwenderisch. Brudi, wo sind wir hier? Hier sind die Container. Hier können wir auf jeden Fall so ein paar Elektroteile zusammen schimmeln. Aber ich möchte gerne nochmal mit dir in eine Unterwasserhöhle. Meinst du, das kriegen wir hin? Das kriegen wir hin, oder? Gehen wir das hin, Deko? Gehen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin. Komm her! Okay, also Mad Men auf jeden Fall, ich bin jetzt hinter dir. Okay. Mad Men auf jeden Fall Serienempfehlung. Was geht's da? Werbeagentur. Langweilig. In den 70ern, 80ern. So, die Dudes, die angefangen haben, Zigaretten als Lifestyle-Produkt und cool für die Frau und sowas zu. Klingt wirklich irgendwie gerade langweilig, aber ist gut, ja? Vermarkten. Ist eine gute Serie, ja. Okay, mein Sauerstofftank ist fast leer. Dann füll mal den Lachs wieder auf schnell. Wie mache ich das? Indem du in dein Inventar gehst und die Sauerstoffflasche betätigst. Über Wasser geht das nicht? Über Wasser geht auch nicht. Du musst auf Land sein. Dann komm hier erstmal auf Land. Ja. Weißt du eigentlich, wo die Höhle ist? Oder schwimmen wir jetzt wieder 5000 Jahre im Kreis? Ja, also ungefähr weiß ich, wo die Höhle ist. Benutzen. Okay, check. Die Sicht ist auch echt bescheiden hier, oder was? Die ist richtig bescheiden, ey. Alter, man sieht gar nichts! Einfach unter Wasser noch nebelig. Dabei hat man außerhalb des Wassers klare Sicht, as fuck. Wo ist jetzt die Höhle? Naja, komm. Und der du mit, weißt, wo mit? Sie ist? Hier? Ah, da, hier? Wo? Nee, was ist das? Irgendwelche vertrockneten Korallen. Ja, aber fast. Bist du ein guter Schatzsucher? Digga, verzieh dich! Wo denn jetzt? Ja, beruhig dich. Ich tauch doch gerade. Okay, soll da wieder eine Markierung im Wasser sein, oder? Nee, ist wieder nur so ein Lachs im Wasser. Aber man sieht, man sieht nichts! Oh, es gibt Haie, ne? Ja. Oh. Hast du ein Hai? Er kommt auf mich zu, ja. Echt? Dann hau ab! Aua! Oh, Hilfe! Digga, ich bin sowas von weg. Digga, ich bin so weit weg! Er kommt wieder. Ich hab mich gerade einmal daneben geschnappt. Ja, dann bin ich ihm hart gedodged. Okay, er hat versucht, dir zu helfen.
Du hast ja auch keine Waffe unter Wasser. Ich dachte, ich kann meinen Speer rausholen oder so, Alter. Das wird natürlich nicht, als ob es so schwierig ist, im Wasser seinen Speer rauszunehmen. Alter. Okay. Also ich habe eine Begegnung mit dem Hai überlebt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, warte, hier ist so ein Stab in der Luft. Stab in der Luft? Ja, ich hab's. Oh, ja, das sieht gut aus. Hier. Sehr gut. Aber hier war doch der Hai, oder nicht? Ja. Oh-oh. Nicht genau, ja. Deswegen lieber schnell abtauchen. Okay. Höhlentieftaucher! Okay, was denkst du, was uns hier erwartet? Wahrscheinlich wieder ganz viel nix. Gibt es irgendwas, was du dir noch wünschst? Eine geile Axt. Eine geile Axt, okay, ja. Und sonst noch irgendwas? Ein Handy zum Nachhause telefonieren? Ja, ja, vielleicht sei ein Handy, ja. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich. Mit dir, in meinem Bett. Okay, habe ich alles, also, was ich brauche. Handy oder Axt? Schauen wir mal, was es gleich wird, ne? Wahrscheinlich ist es irgendein scheiß Bild. Oh, guck mal, das ist echt ein Bild. Das ist echt ein Bild, ja. Aber wie kommen wir da ran? Springen, kannst du. Wollen wir springen? Warte mal, kann man hier rüber springen? Oh ja. Und jetzt. Ich komme da nicht ran! Nee. Weg, warte, top. Ich schaff das. No. Da habe ich noch was eingesammelt. Lol, ich komme dran, aber du kannst es nicht einsammeln. Geil. Es ist ziemlich dunkel, Deko. Hallo, in meine Höschen. Ja! Hauptsache, wir sind ja schon unter Wasser und jetzt geht's noch weiter nach unten, ne? Ah, hier sind noch mehr Bilder. Hallo? Okay. Ist ziemlich geil. Ja, wir brauchen ganz, ganz schnell eine Fackel. Deko, ganz, ganz schnell, sonst haben wir ein fettes Problem. Hallo? Digga, wie weit geht das? Ja! Hier? Digga, sieht aus wie das Zuhause von so einem Psychomörder. Was? Was ist das denn? Das kenne ja ich noch nicht mal. Hä? Alter, was war das? Hä, wie geil ist das denn? Nee, stimmt! Das habe ich ganz vergessen, dass es sowas gibt. Ein Fledermausanzug? Ist ein Gleiter? Ja. Eiskettengleiter. Digga, wie Alter, geil ist das denn? Ein Gleiter ist ja wohl richtig sexy. Okay, das ist eine geile Sache. Gefällt dir, ne? Okay, gefällt ein paar Pfeile lagen hier noch, aber das war's. Hier lagen kann ich jetzt den Gleiter bauen? Ich hab ganz viel Lizard heute. Ein Armbrustpfeile, das heißt, ihr müsst es hier eigentlich auch eine Armbrust geben. Okay, aber wir haben ja zumindest den Gleiter. Sind das. Und die liegen nicht da, wo die Pfeile liegen. Hm. Das heißt, es muss eigentlich echt eine Armbrust geben. Okay. Hier wärst du wieder zurück. Aber wir haben jetzt eiskalt, wenn du nochmal nachschaust. Unter Bauen. Ganz, ganz rechts. Haben wir jetzt hier so einen Hängegleiter. Guck, so sieht er aus. Hup. Alter, was macht er für Köpfe? Ja. Einen Kopf und zwei Hände zum dran festhalten, oder wie? Wie geil ist das denn? Alter, und 8 Hasen heute. Oh, das wird nochmal richtig. Ja, sieht aus wie so eine Motte, wie Mothra aus Godzilla, Alter. Ja, also dann können wir, glaube ich, schnell reisen. Dann brauchen wir so einen epischen Turm, ja? Wenn wir da so runterjumpen, dann kommen wir da auch schön weiter. Vielleicht können wir den Turm in unserer Base weiterbauen, nach oben noch. Ah, da brauchen wir was viel Größeres, wirklich, was viel, viel Größeres. Okay, aber du wolltest was anderes finden, oder wie? Nee, wollt ihr schon rein. Aber du wusstest ja nicht, dass es hier einen Gleiter gibt. Nee, ich dachte, hier wäre die Armbrust. Hier sind wir an der Armbrust vorbeigelaufen? Nee, glaube ich nicht. Also hoffe ich. Also, Muchachos! Es war mir eine Ehre, ja, heute mit euch wieder ein bisschen auf Erkundungstour gegangen zu sein. Wir haben jetzt eiskalt den Gleiter. Ich denke mal, das wird Deko gefallen. Der ist ja nicht so begeistert von meiner Rutsche. Nee, aber Gleiter könnte geil werden. Vor allem, wenn ihr nicht so begeistert vom Laufen. Oder kann ich fliegen? Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall die Höhle abchecken. Da haben wir noch die Schlüsselkarte, die uns fehlt. Jetzt müssen wir aber noch irgendwie sicher an Land kommen, ne? Weil du meinst ja, hier wäre eiskalt ein weißer Hai. Hallo! Ja, er war auf jeden Fall auch da. Er hat versucht, mich anzuknabbern. Warte, da ist. Fuck, wo ist denn hier die. Da ist eine Insel. Ja. Okay. Schnell rüber. Aber wir werden jetzt nur noch an Land schwimmen. Daumen nach oben zwirbeln. Dafür wären wir sehr, sehr dankbar. Dankeschön für euren Support. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Reingehauen. Ciao, ciao, Muchachos!